Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 2. Es geht ein letztes Mal zum Rulautor. Diesmal wird es ein bisschen anders ablaufen, weil wir jetzt die Way-spezifische Route abgehen. Bin zwar ein bisschen erkältet, aber den Lupu müssen wir trotzdem irgendwie down kriegen. Und das mit Shao Du, der am wenigsten aushält. Oh mein Gott, das wäre eine Challenge. Die Schlacht am Rulautor Winter 193 nach Christus. Wir können den Tyrannen Dong Zhuo nicht länger dulden. Die Zeit ist gekommen, diesen Verräter zu zerstören. Das Recht wird siegreich bleiben. Attacke! Und was ist mit dem Links? Okay, der war so schlecht, der Witz. Ihr armseligen Narren. Hallo, Brustgeister Posen! Zweimal haben wir dich schon in die Pfanne gehauen und das wird jetzt das dritte und letzte Mal. So! Was ist jetzt so speziell? Wir gehen jetzt die Way-spezifische Route und werden das Feld vor hinten aufräumen. Wir werden Wuxiong am Fan Shui-Tor, ja, hier ist es nicht das Shui-Tor. Werden wir da vor hinten angreifen und der wird sich dann denken, what? Wo kommt die denn her? Und das macht das Ganze ein bisschen speziell, sonst haben wir immer von oben ganz systematisch das abgeklappert, das wird jetzt hier ein bisschen interessanter. Deswegen legen wir auch direkt los, die Story kennen wir ja mittlerweile. Das dritte Mal jetzt. Aber das dritte und letzte Mal, die Wiederholungsschlachten haben dann ein Ende. Klar, wenn wir uns immer auf der anderen Seite machen, dann ist es komplett eine neue Schlacht, wie ich finde. Die Region Hulautor. Los geht's. Shaodun. Ah, herrlich. Ja, mit Shaodun gibt es ja auch eine spezielle Zwischensequenz, die nur auftritt, wenn man mit Shaodun spielt. Ist aber nicht der Grund dafür, warum ich ihn genommen habe, weil ich finde, in Dynasty Warriors 2 hat er... Also in den neueren DWs hat sich nicht viel in seinen Moves geändert. So toll sind die nicht. Auch die Spezialmoves von der dritten Waffe finde ich nicht so gelungen. Deswegen würde ich ihn da auf keinen Fall nehmen in den anderen DW-Teilen. Aber hier ist er echt ganz gut. Und er ist ja auch ein interessanter und wichtiger Charakter, deswegen habe ich ihn hier genommen. Das ist der einzige Grund, Freunde, nicht die Zwischensequenz. Aber schön, dass wir die dann auch gleichzeitig mitsehen. Das ist doch mal was Nettes, oder? Zähle ich aber auch nicht zu 100%, aber ist ja egal. Wir sehen es sowieso und da haben wir auch die Kritiker unter euch befriedigt, wenn auch die Zwischensequenz in diesem Let's Play gezeigt wird. Aber ganz ehrlich, darauf habe ich echt nicht geachtet. So, wir kämpfen uns hier durch. Nee, ich möchte erst das Tor einnehmen. Jetzt kommen hier unendlich neue Streitkräfte raus und das muss echt nicht sein. Wir werden jetzt hier die Versorgungslinie abschneiden und uns dann um die ganzen Lappen kümmern. Aber nicht erst die Lappen und dann das Tor. Dann können wir uns echt unter den ganzen Lappen begraben, so viele sind das. Die häufen sich an und es hört einfach nicht auf. Deswegen schnell hier die Versorgung abschneiden. Und vor allen Dingen auch die Abwehr mitnehmen, die brauchen wir. Shaodun hat da nicht viele von. Und wir brauchen das gegen Lubu. Oh, die Lappen, ey. Die sind doch gar keine Lappen in diesem Spiel. Das ist das Problem, wenn man erst Dynasty Warriors 8 und 7 Let's Played hat. Wo die No-Name-Typen überhaupt nichts können. Unterschätzt man die hier total, weil hier sind die echt nicht schlecht. Vor allen Dingen die Majore und wachhabende Offiziere, die ja auch später noch hier kommen. Aber Hulautor, das wisst ihr. Gehören ja auch zu Hinterhaltstruppen, die kommen da auf Pferden und so und überraschen. Yuan Shao. Hast du schon oft genug gesehen. Die sind ja richtig heftig, die halten ja ordentlich was aus. Klein mal jetzt auch nicht so mega viel Schaden, aber es geht. Dafür, dass es No-Name-Typen sind. So, wir gehen mal weiter. Xurong! Ey! Stehen geblieben. So. Aha, das ist die Sequenz. The fight must go on. So, also das ist eine ganz verrückte Zwischensequenz, die wenn man wieder total Bullshit ist eigentlich. Ja, ich weiß nicht, was die Entwickler von Dynasty Warriors 2 sich bei so einem Mist gedacht haben. Die kennen die Geschichte einfach nicht. Also, als Kind habe ich ja immer gedacht, ja, schau du, das ist ja ein Pirat. Das ist ja ein Pirat, der hat eine Augenklappe, das muss ein Pirat sein. Fand ich immer cool, weil er ein Pirat ist. Ist er natürlich nicht. Habe ich aber als Kind gedacht. Wegen der Augenklappe.
So, irgendwann kam ich da mal hinter, warum der eine Augenklappe hat. Bei der Schlacht von Puyang hat Lu Bus Unteroffizier Cao Xing mit seinem Bogenhinterhaltstrupp ihm einen Pfeil ins Auge geschossen. Darauf zog Shaodun den Pfeil raus, den Pfeil raus und aß das Auge. Diese krasse, makabere Szene gab es auch schon in Dynasty Warriors 1, wenn man mit Shaodun durchgespielt hat. Da konnte man das auch sehen. Habe ich das auch schon mal erwähnt. So, was ist jetzt denn daran falsch? Warum kritisiere ich diese Zwischensequenz? Ganz einfach, Freunde. Wir sind hier am Hulaotor, goddammit. Da hatte Shaodun sein Auge nicht verloren. Er hatte sein Auge nicht verloren. Erst bei Schlacht bei Puyang, Puyang Castle, da hat Cao Xing ihn den Pfeil ins Auge geballert. Ja, und seitdem lief er halt mit der Augenklappe rum. Seit diesem Geschehnis. Das ist eine ganz legendäre Szene in der Geschichte der drei Königreiche. Aber total falsch hier dargestellt. Weil es die Schlacht von Puyang nicht gab, mussten sie hier die legendäre Szene einbauen. Finde ich, ja okay, dass sie nicht drauf verzichten wollen, aber dann total falsch. Ey, das ist zeitlich so inkorrekt. Da ist noch so viel danach passiert nach Hulaotor. Das ist unfassbar. Also wieder mal total falsch hier historisch. Also dieser Bogenschütze, der er eben geschossen hat, das soll wohl Cao Xing gewesen sein. Und ja, einfach nur lächerlich. Aber so viel dazu, falls ihr jetzt nicht wisst, welchen Sinn diese Sequenz überhaupt erfüllen soll, jetzt wisst das. Total falsch dargestellt. Aber das ist wirklich die Geschichte, die dahinter steckt. Naja, gut. Ich glaube, das ist schon die letzte Festung, ne, Niofu? Wie bewachst du? Boah, der Schaden. Axt des Kriegsgottes vor dem Win. Wo ist er denn? Ah, Niofu. Was den Scheiß. Wieso hat sich... Ey, guckt euch das mal an. Die glitschen sich hier runter. Buggyfest. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Bugfest. Na, 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 na. Jetzt hate mich wieder. Ey, du hatest ja nur das Spiel. Warum bricht da nicht das Let's Play ab? Habe ich auch schon gelesen, so Mist. Ich kann ja wohl sagen, was hier schlecht dran ist. Trotzdem macht das Spiel Spaß und ich mag es trotzdem. Egal, wie viel Fehler drin sind. Ist der Prototyp aller neuen DWs. Man muss dankbar sein, dass es dieses Spiel überhaupt gegeben hat. Aber historisch gesehen ist es halt wirklich Bullshit. Und die kleinen Bugs, die kann man auch verzeihen. Zumal sie auch witzig sind. Ich hatte schon mal hier beim Hulaotor auf der Seite der Allianz, da hat sich Zheng Fei durch das Tor geglitscht. Der war dann schon weiter als man selbst. Das war witzig. Und der wollte dann immer ständig wieder zu Liu Bei zurück, aber es ging natürlich nicht. Weil man erst noch den Offizier töten muss, damit das Tor aufgeht. Das war witzig. Glaubt mir zwar kein Schwein, aber es war wirklich so. Gut. Lebensgrün spare ich mir auf, falls wir nachher wieder Leben brauchen, wenn wir gegen Lu Bu kämpfen. So, jetzt sind die Waitroom tatsächlich schon so weit vorgestoßen. Ist das nicht cool? Natürlich ist das cool. Jetzt überlege ich Gao Shun noch gerade Platz zu machen. Wollen wir das machen? Ja, ich denke schon, das machen wir gerade. Dann sinkt die Moral von Lu Bus Truppen. Da ist so einer, den ich meine. Diese wachhabende Offizier. Gao Shun, stehen geblieben hier, spricht Shaodun. Kann ich zwar nur halb sehen, ich jetzt mit einem Auge leben muss. Da ist nur erst zwei, verliert halt sein Auge früher. Oh Mann. Ja, das Witzige ist ja, das Charaktermodell ist ja trotzdem immer gleich. Sind mal Aufstand der gelben Turban, da hat er ja eine Augenklappe. Das hat, haben sie erst in Dynasty Warriors 7 oder sogar erst in 8 geändert. Aber ich glaube, er ist schon in 7. Dass man ihn auch mit... Ja, dass man ihn auch ohne Augenklappe spielen kann halt. Dass es zwei Charaktermodelle gibt. Finde ich gut. Eine sehr schöne Änderung, wie ich finde. Aber gut, hat man sich erst sehr spät entschlossen. Selbst in Dynasty Warriors 6, was sowieso eigentlich ein Misserfolg war. Kein gutes DW. Da ja, kann man das auch nicht ändern. Hat auch immer eine Augenklappe. Aber macht ja auch nichts. Li Jue. Bist du der Boss? Jo, du bist der Boss. Like a Boss. Scheiß Kerle. Die Dreckskerle hier, die blöden Bogenschützen. Gott Meteor. Aber sonst geht's dir gut, oder was? Müsst ihr mal drauf achten, was er sagt. Gott Meteor. Alter, was ist mit ihm schiefgelaufen?
Shaolun, was schlaberst du, Alter? Jiaxu, den müssen wir auf jeden Fall besiegen, denn der gibt wieder Abwehr. Und wir brauchen Abwehr, damit wir gegen Lububa stehen können. Zack und bam. Ja, die denken sich jetzt auch, ey, das Tor ist so zu. Wo kommen denn die ganzen jetzt weg? Die ganze alliierte Streitkräfte. Tja, wenn ihr nur wüsstet. Dass ich Rumpelstilzchen heiße und ich Shaolun. So ist es. Nee, Quatsch. GX, du bist besiegt und komm schon, den Tor Hauptmann auch noch. Und dann kümmern wir uns wirklich genau um Li Jue. Und dann freue ich mich auf Hua Xiongs Gesichtsausdruck, wenn man die Mauern herunterspringt. Ich feiere das Bild jetzt schon ab. Na, 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 na. Wo ist denn jetzt der feige Li Jue? Achso, der ist die ganze Zeit schon hinter mir und jagt mich. Aber es kämpfe wie ein Mann. Ach, du kämpfst ja nur wie eine Frau. Ja, dann tut's mir leid. Li Jue's Armee wurde zerstört. Hua Xiong, hä? Geister in unseren eigenen Reihen oder was? Bogenschützen! Seid wachsam auf dem Burgmauern! Shit! Was ist da oben los? Geht's euch gut? Ihr sollt euch nicht gegenseitig besiegen! Das ist Shao! Wer ist das? Das ist Shao! Wer? Mensch, red doch mal vernünftig mit mir! Wer ist denn da oben? Seid ihr besoffen oder was? Ihr sollt ja nicht Wein während der Arbeit trinken. Es ist Shaolun. Ah! Ey, verarscht mich doch nicht. Welcher Shaohu? Der Shaolun. Jetzt ist der letzte Stündlein geschlagen hier. Hua Xiong, die. What? Wo kommt der Spaß her? Ey, habt ihr da hinten die Reihe nicht gesichert oder was? Wofür verteidige ich überhaupt das Dreckstor? Wenn ihr da hinten nicht aufpasst. Ah, immer muss man alles selbst in der Hand nehmen. Komm her, du Scheißkerl. Winne zu ihr, Scheißkerl. Ich werde dir deinen Kopf sowas so abschneiden. Und ihn mir dann über den Kamin hängen, wenn ich einen hätte. Ja, Epic Duel. Also, bisschen improvisiert war, aber witzig, oder? Genau deswegen feiere ich das ab. Also, so muss es ja gewesen sein, wenn das sich so abgespielt hätte. Hua Xiong müsste sich ja echt denken, what the fuck, wo kommt der weg? Und das war's. Ey, scheiße. Auch ich war nicht mächtig genug. 99 Pfeile. Läuft bei uns. Und damit öffnet sich jetzt schon das Fan-Shui-Tor. Oder soll ich Sie-Shui-Tor nennen? Eigentlich ist ja Sie-Shui-Tor. Naja, was soll's. What? Das Fan-Shui-Tor ist gefallen? Kidding me? Kampfmoral von Fanshow singt. Wangfang singt. Er siegt halt die ganze Moral und unsere Verbündeten kommen leichter mit den Gegnern klar. Sehr schön. Und wir werden ihnen jetzt noch so ein bisschen helfen. Und dann können wir gemeinsam wieder gegen Lubu vorrücken. Ganz anders jetzt ist so lauter. Ihr merkt es schon, ne? So finde ich es irgendwie am geilsten. Ist hier ein bisschen strange, das Feld von hinten aufzuräumen. Aber ist mal wirklich was ganz anderes. Jack Faye hat das Tor gesichert. Super Arbeit. Good job. Alter Säufer. So, das Tor ist natürlich zu, wir müssen jetzt hier einmal kurz rüber jumpen. Mal kurz Cao Zhen besiegen. Oh, der hat ja noch volles Leben! Ey, ihr Wutrum, Sun Jian, was machen denn deine Leute? Kaffeekränzchen können sie woanders machen. Genug, weiter geht's. Wir müssen uns mit den mit der Hauptarmee zusammenschließen. Ja, Cao Cao, aber die Hauptarmee ist noch nicht so weit. Du dummer Vollidiot, na 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 na. So, jetzt open the door, please. Thank you, guys. Frag mich, wer die Tore öffnet. Da ist ja gar keiner mehr am Leben. Bei Hu-Festung. Oder habt ihr die geöffnet? Vielen Dank. Als Dank könnt ihr jetzt sterben gehen. So, Sun Jian. Ah, Cao Cao beginnt die Schlacht mit Lu. Zeigt ihnen, was ihr könnt. Ah, ein bisschen früh, ey. Ja, Dong Zhuo auch gleich dazu. Cao Cao, übernimm dich nicht. Moral wird gleich sinken. Er wird so viele Truppen verlieren, weil die Moral von Lubu und Dong Zhuo einfach noch viel zu krass ist. Kommt halt nicht mit klar. Klar, durch unsere Erfolge ist seine Moral auch stark gestiegen, aber ganz im Ernst, ist kein Pappenstiel. Wir kommen auch keine neue Truppe raus, weil wir Hua Xiong besiegt haben. Sehr schön. Und auf jeden Fall die Abwehr mitnehmen. Die Abwehr bei den Reihen der Shu-Armee können wir schon nicht mehr mitnehmen, weil Zheng Fei ja eben das Tor gesichert habt, wie ihr gelesen habt. Und da! So, jetzt könnten die Wutrum eigentlich schon zu Cao Caos Armee, zu unserer Armee stoßen. Weil viel steht da wirklich nicht mehr im Weg.
Wir helfen lieber jetzt erstmal Yua Chao. Hier war da auch noch ein Scheißkerl. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier war. Fanshow, genau. Und die. So, noch ein Tor, Wache besiegt. Ach doch, ein Torwächter ist da noch bei den Schuhtruppen. Und bei Gongsun Zans Armee. Aber wir kümmern uns erstmal um Fanshow. Nur noch Moral, ein Stern. Sehr, sehr schlecht. Deswegen heilt er sich auch gar nicht mehr. Der hat schon die Lust am Kampf verloren. Tja, so ist das. Man sich mit der Allianz anlegt. Ich hoffe, du hast daraus gelernt. So, 50 Leben, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell zu den Schuhtruppen. Dann können wir immer noch Yuan Shao in der Mitte helfen. Aber erstmal noch diesen feindlichen Offizier deine Flucht schlagen, sowie auch das Tor einnehmen. Ach, leck mich doch, du Arsch. Dafür wirst du draufgehen. Was macht man mit Shao Du nicht? Zack. So, den Sack haben wir in eine Pfanne gehauen. Hoffe ich doch. Oh, nervt mich nicht, ihr seid so stressig. Nur das Tor. Um eure Torheit zu bestrafen. Nee, Quatsch. Das ist ja auch Hua Xiong. Boah, was ist das für ein Manager, ey? Alle Truppen gehören Hua Xiong. Und die. So, das war's. Da kommen keine neuen Truppen mehr raus. Kommen sie ja sowieso nicht, weil Hua Xiong ja besiegt ist. Aber trotzdem. Und da können ja auch andere Truppen rauskommen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Nur mal von dem das Tor gehört. So, hier ist immer sinnvoll, wenn der Oberkommandant die Tore besitzt. Also sprich Dong Jua. Aber ist hier nicht gegeben. Bei gelben Turbanen war das, glaube ich, so. Da war es immer Zheng Yao, dem die Tore gehörten. Also fast immer. Bei den Anfangstoren glaube ich nicht, aber sonst immer in der Burg. So, doch. Bin ich sehr sicher. Komm, wir siegen jetzt hier vor oben. Nee, leider versperren unsere Truppen manchmal, den Gegner hier, den Wangfang. Und dann können wir ihn nicht treffen. Das wäre zu nervig. Es war zu viele Pfeile verballern und es wird einfach zu lang dauern. Deswegen bin ich einfach gerade runtergesprungen. Wir bekommen auch wieder 20 Pfeile. Sehr schön. Und die Schuhtruppen können jetzt auch noch dazu stoßen. Folglich bildet sich die Allianz in der Mitte und trifft sich damit Cao Cao. Und dann können wir gemeinsam wieder gegen Lubu vorrücken. Das ist so cool, ich liebe das. So macht es aber meistens Spaß. Guck mal, wie schnell die jetzt auch vorrücken. Cao Cao. Mein Meister. Ich habe dir Verstärkung mitgebracht von oben. Ha, aber richtig krasse Verstärkung. Guckt euch das an, ey. Rollen wir noch hier kurz ein bisschen auf. Dann sind wir wirklich gemeinsam bei Lubu. Wer ist denn hier noch? Ja, jetzt müssen ja auch noch gleich diese blöden Hinterhaltstruppen von Dong Jua kommen. Die möchte ich eigentlich auch noch gerne abmurksen. Aber vielleicht können wir gerade noch Zheng Liao besiegen. Der ist ja da unten auch. Ist der Unteroffizier von Lubu. Hier ist echt nichts mehr los. Ein paar vereinzelten Typen. Braucht doch keiner. Boah, geil, ich glaube mal dein Pferd, wenn du nichts dagegen hast. Danke! Ist jetzt Eigentum der Wei-Armee. So. Ah, herrlich. Guckt euch diese Mega-Streitkraft an. Echt oben alles gecleant. Es ist wieder so rein. Wie ein Ferkelschwein. Na, 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 na. Bist du bereit? Denn es ist Zeit für unseren Pakt für die Ewigkeit. Hoja! Die Leibwächter machen ihn nach. Zheng Liao auch. Hoja! Und die dann. Hoja! Nur ein bisschen mit höherer Stimme oder so. Ja, wenn du getroffen wirst, dann auch Huya zu sagen, so Kampfschrei abzugeben, ist ein bisschen sinnlos, mein Freund. So schlecht hat er noch nie gekämpft. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss mich zurückziehen. So schlecht hat er noch nie gekämpft, Freunde. Was ist mit ihm los? Der war auch besoffen. Genau, wie Hua Xiong meinte, dass die Bogenschützen auf dem Burgmauer besoffen waren. Ja, okay, die Hinterhaltstruppen von Dong Jua sind noch nicht da, deswegen können wir hier noch ein bisschen vorrücken. Eventuell schon das Tor sichern, damit nicht noch mehr Truppen hier rauskommen. Das machen wir auch noch schnell. Das machen wir doch noch schnell. No, 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 no. Wie geil ist das denn?
Badass-Torwächter, Daumen hoch für den Torwächter. Wie geil ist der denn drauf? Der holt sich erstmal Pferd. Was ist das denn für ein Arschloch? Klaut ja unser Pferd. Gott, Meteor! Ah, sein Musu-Spruch, ey. Gott, Meteor. Was willst du damit ausdrücken? Dongjua hatte in Dynasty Warriors 8 Gott, Meteor. Diese Weltenzerstörerkugel, der Luftmusu von ihm. Das kann man vielleicht Gott, Meteor nennen, aber dein Musu bestimmt nicht. Und die! Badass-Torwächter ist besiegt, ja, da ist schon Lubu, lol. Ich will doch nicht gegen Lubu. Sieben wir erst noch die Lappen hier. Ja, weil ich weiß, halt, dass da gleich noch diese blöden Hinterhaltstrumpf von Dongjua kommen. Und da kommen die diesmal gar nicht. Das fände ich schon skurril. Lass dich nicht von Chao Dude überholen. So, das ist ja eins im Yuan Chao. Kommen die jetzt echt nicht? Dann halt. Ah, ein Befehlshaber muss vorsichtiger sein. Aha, jetzt wie geplant. Das feindliche Überfallkommando. Okay, gehen wir mal kurz zurück, bevor wir uns Lubu stellen. Denn sonst jammert Yuan Chao gleich wieder. Ich werde fehlen. Wenn ich sterbe, aber verloren. Los, beschützt mich. Beschützt die Adligen. Ja, wertlosen Bauern. Sowas kommt doch dann wieder. Aber diesen Adligen-Status, klar, hat er schon in Dynasty Warriors 2, aber er bezieht sich da nicht ständig drauf, wie es in den heutigen DWs so ist. Hier ist einfach nur ein großer Befehlshaber. Hat er nicht so wirklich einen guten Charakter, ne? Also, was heißt guten Charakter? Ist halt einzigartig in den neuen DWs. Er hat einen ganz starken Wiedererkennungswert und ist hier nicht gegeben. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich so verändert. Und viele mögen die neuen Yuan Chao nicht. Ich finde okay. Ich mag beide Yuan Chao, sowohl den mächtigen Befehlshaber als auch den bekloppten Adligen, der eigentlich nichts drauf hat. Was in heutigen DWs zutrifft. Hier ist echt. Also, klar. Das ist nicht ohne. Aber dass Yuan Chao gegen die verliert. Alter. Das ist echt unnötig. Die da oben werde ich übrigens nicht besiegen. Hat er Pech gehabt, wenn er die nicht schafft. Die nehmen jetzt schon hier einiges ab. Muss er mit denen oben auch noch klarkommen. Ohne Chao Duns Hilfe aber. Ach du Arsch. Die. Ja, besiegen wir die noch ganz schnell. So, jetzt haben wir's. Rückzug. Schau ich mir jetzt hier erstmal das No-Name-Pferd. Das war etwas schlechter, soweit ich weiß. Aber ist egal. Liu Bei hat eine Schlacht gegen Dongjua. Ja, jetzt beginnen alle eine Schlacht gegen Dongjua. Das ist das, was ich meine. Jetzt sammeln sich alle in der Mitte. Und das ist so episch. Ho! Mega viele Bogenschütze, mega viele Truppen. Und ich soll dir doch helfen. Seriously. Wenn er meint, dann helfe ich halt. So, den Rest kriegt er jetzt aber wirklich alleine. Ich werde mich aus dem Staub machen. Yuan Chao, geh auch noch ein bisschen voran. Denn dann holen die auch gar nicht erst auf. Diese blöden Hinterhaltstruppen. So, Jian ist auch noch hier. Vielleicht hilft der dir ja gleich ein bisschen. Weil die rücken jetzt auch wirklich auf Yuan Chao vor. Aber ich helfe jetzt nicht mehr. Das meiste habe ich ihn abgenommen. Zhang He. Hier noch nicht spielbar. Ich feiere das immer ab. Wenn Offiziere nicht spielbar sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Sprich alle aus der Ice Wars 3. Huan Gai, Zhang He. Andere Beispiele fallen mir jetzt gar nicht ein. Wei Yan zum Beispiel ist hier auch noch nicht spielbar. Ja, Yuan Chaos Moral sinkt, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ihr Narren stirbt! Das wollen wir mal sehen. Lubu! Jetzt bin ich gespannt. Chao Dun, verliere nicht dein Leben, ein Versuch ihn zu schlagen. Na, ich verschaffe mich auch. Mal die Wache ein bisschen schwächen, weil ihr wisst ja, wie nervig die sein können. Und zack. Boah, wie der abwehrt. Er ist so stark wie ein normaler Offizier. Nur er kann sich natürlich nicht heilen. Aber es sind so viele Wachen, das ist einfach nur krass. Und zack. Jetzt wieder schön vor hinten, ey. Oh, shit. Schlechte Abwehr von Chao Dun hat sich mal wieder gezeigt. Musu bewahre ich noch kurz. Und tickte! Und zack! Ah, es macht so wenig Schaden bei ihm. Er heilt sich!
Bei Joe U hat er sich ja nicht so oft geheilt. Aber hier scheint das wieder zu tun. Pass auf! Ah, jetzt kommt er, jetzt kann ich nicht weiterschießen. Na, 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 na. Epic Duel, ey. Shao Du gegen Lu Bu. Ist immer cool. Und komm schon, Lu Bu. Ist alles, was du drauf hast. Oh, jetzt muss ich Konter an. Und das war's schon wieder. Ey, das ist so witzlos. Lu Bu kann einfach gar nichts in diesem Spiel. Ich darf nicht verloren haben. Doch, in DW2 darfst du das, weil du hier einfach nur eine Flachzange bist. Jetzt ist Yuan Shaos Moral himmelhoch. Jetzt feiert er sich ab. Ja, ganz im Ernst, es ist echt lächerlich, wie schlecht Lu Bu hier ist. Naja, soll mir recht sein. Ist euch mal aufgefallen? Es gibt gar keine Lu Bu-Mucke hier in DW2. Sonst kommt ja immer der typische Lu Bu-Soundtrack. Das gibt's hier gar nicht. Wird erst mit Dice Wars 3 eingeführt. Da könnt ihr mit dem Lu Bu Soundtrack dann rechnen. Ah, ja, hier ein Speicher, okay. Haben wir letztes Mal gar nicht gefunden, ne? Egal. Auf geht's zu Dongjua. Schlimmste ist jetzt eh überstanden. Das Schlimmste in Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, Lu Bu ist echt wie eine Witzfigur. Ich werde in dein Blut baden. Ach, der Tyrann. Halt die Fresse. Die ist viel gefährlicher. Sehen wir mal, was du kannst. Mehr als du. Das ist Fakt. Sollten wir vielleicht erstmal... Wow, Alter, ist klar, übertreibt es halt ein bisschen. Wow. Alter. Gott, Meteor. Du Scheiße, ey. Was geht hier ab? Finde ich gerade nicht so witzig. Wie viel Schaden die auf einmal gemacht haben. Die haben ja wohl einen Schaden hier. Gott, Meteor. Nee, ganz... Alter. Müssen wir echt aufpassen. Vielleicht finden wir ja noch was zum Heilen, aber es sieht echt gerade scheiße aus. Liegt ja nicht was zum Heilen? Ah, wenigstens musst du vor... Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Besser als nichts. Ah, da ist noch was. Schnell mitnehmen, bevor es verschwindet. Die Sachen verschwinden in DW2 ja immer sehr schnell. DW1 wollte ich schon sagen, weil es das erste richtige DW ist. DW1 war ja ein Beat'em'up, habe ich auch schon Let's Play, wer sich dafür interessiert. Sollte auch reinschauen, war ein ganz nettes Let's Play. Auch alle Endings gezeigt. Wirklich sehenswert. Gott, Meteor! Zu faul, den Satz zu Ende zu reden. Den sinnlosen, den du angefangen hast. Bitte tu Dongjua an, was du mir angezahnt hast. Ja, ich werde ihn genauso penetrieren. Boah, Abwehr plus 4. Es lohnt sich echt, die Yuchan zu besiegen. Und was sich genauso lohnt, sind diese Spasten zu besiegen. Bogenasis. Wie die Hinterhaltstrumpfer Dongjua da oben noch rumgeistern. Unsere Tore da einnehmen wollen. Oh, was haben wir hier Schönes? Das habe ich noch nie geöffnet. Leben vollständig wieder geheilt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wachenführer, die würden uns auch wieder heilen. Oh, mega geile Jump-Animation. Hey, hey, hey. Hör auf, du Jammerlappen. Und zack, erstmal das Tor einnehmen, weil hier kommen unendlich Gegner wieder raus. Das wird echt Zeit. So, das war's. Die letzten Truppen sind jetzt hier drin stationiert. Und die besiegen, kommen keine mehr nach. Es ist echt wichtig, die Tore zu sichern, weil ansonsten habt ihr so viele Gegner auf einen Haufen wie eben. Und dann könnt ihr gar nichts mehr machen und kriegt sowas von viel Schaden reingekloppt. Gott, Meteor! Ah, wir haben ihn nicht... Ah, du Saftsack, ey. Der hält aber auch nicht viel aus, ne? Komm, Dongjua. Ich werde dich mit Pfeilen besiegen. Was deine Truppen mir angetan haben in diesem Spiel, werde ich dir jetzt auch antun. Oh, oder auch nicht. Dongjua. Ah. Das ist scheiß Wachenführer, die nerven. Hey, er hat sich schon wieder vollständig geheilt. Friss! Ey, wer muckt da auf? Die.
Er wollte gerade angreifen und kriegt da Pfeil in den Rücken. Ist das geil. Hey! Kommt gar nicht mehr zum Zuge. Siehst du mal, wie nervig Bogenschütze sind. Und ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, es gibt tatsächlich hier auch schon Dice Wars 2 den Bogen-Musu. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Tatsächlich, ihr habt recht gehabt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht nur in DW3. Man kann die Musu-Leiste auch dafür opfern, ganz viele Pfeile hintereinander abzuschießen. Hat aber echt in ganz wenigen Situationen nur Sinn. Ich mache das eigentlich nie. Habe ich euch mal gezeigt. Vielleicht werde ich es nochmal irgendwann mal im Let's Play. Ihr habt echt recht gehabt. Wusste ich gar nicht. Das war's. In your face, Motherfucker. Erschossen. Nein, ich darf hier nicht sterben. Was du darfst und was du nicht darfst, das entscheide immer noch ich. Jemand schau voll weit vorangewagt. Habt ihr es gesehen? Ja, cool. Haben wir echt gut gelöst hier. Und Obergeneral geworden. 321 K.O.s. Lubu wieder nicht dabei, wie armselig, aber passt zu ihm. In DW2 ist er ja, wie gesagt, ein Opfer. Selbst wenn man selber spielt, ist er gar nicht so toll. Die nächste Schlacht, die wird richtig awesome. Denn es ist die Schlacht von Guadu. Noch nie gesehen. Way Story exklusiv gegen Yuan Shao. Kampf um die Zentralebene Chinas. Darum wird es im nächsten Part gehen. Mega episch. Nicht verpassen. Deswegen sage ich jetzt Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Letzte Wiederholungsschlacht. Jetzt kommen nur neue Schlachten. Die ist sogar brandneu. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Letzte Schlacht von der Way Story ist die Schlacht von der Wuzang-Ebene. Die haben wir ja schon auf der Seite der Schuh-Armee gesehen. Aber ist natürlich im Prinzip auch nochmal neu. Aber das ist jetzt komplett neu. Also deswegen, nächste Part nicht verpassen. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein.